IMS iPro Golf Hole Cutter. Die Idee von Golf ist, kleine Bälle mit möglichst wenigen Schlägen in die Löcher zu spielen. Dabei geht es um 20 cm tiefe Löcher im Rasen. Das ist eine Technologie, die es erlaubt, Löcher mit dem richtigen Durchmesser und der richtigen Tiefe im Boden zu machen, und zwar in Sekundenschnelle. Das Werkzeug ist mit dem Mechanismus Easy Ratchet ausgestattet. Er ist aus sehr robusten Materialien gemacht und reduziert die Kraft, die ein Mensch anwenden muss, um 50%. Dank einer superscharfen Klinge und einer glatten Oberfläche dringt das Werkzeug in den Boden ein, ohne die Wurzelzone abzudichten. Die Vertiefungen sind perfekt, die Arbeit wird sehr genau ausgeführt, die überschüssige Erde fällt nicht aus dem Werkzeug heraus und hinterlässt keine Flecken. Jeder BMS iPro Golf Hole Cutter wird in einer Fabrik in der Stadt Luton, England entwickelt und hergestellt. Seine Kosten betragen etwas weniger als 1000 US-Dollar. Es ist bemerkenswert, dass verschiedene Werkzeuge für verschiedene Arten von Boden verwendet werden können. Sie unterscheiden sich je nach Kraft und Schärfe. Es ist logisch, dass es im Winter viel schwieriger ist, ein Loch in der gefrorenen Erde zu machen als im Sommer. Deshalb sollte das Instrument eine erhöhte Leistungskraft aufweisen. Tennisboard. Tennis ist ein sehr beliebtes Spiel auf der ganzen Welt. Die Menschen werden von einem Gefühl des Triumphes angezogen, wenn sie richtig gut spielen. Bevor aber die Spieltechnik gut wird, muss man viel üben. Dutzende von Schlägen bedeutet Dutzende auf dem Spielfeld verstreute Bälle. Nach dem Training endet der angenehme Teil und es beginnt eine langweilige Routine, die vereinzelten Bälle zu sammeln. Die Hersteller des Roboters Tennisboard wollten den Tennisfans etwas bieten, das ihr Leben leichter machen würde. Tennisboard ist der weltweit erste intelligente Roboter, der speziell zum Sammeln von Bällen entwickelt wurde. Es hat ein kompaktes Design und ist manövrierfähig. Der Roboter bewegt sich frei am Feld, findet die Kugeln und sammelt sie in einem speziellen Behälter mit einer Kapazität von maximal 80 Kugeln. Der Roboter kann so programmiert werden, dass er zu einer bestimmten Zeit eingeschaltet wird. Man kann ihn auch mit einer mobilen App oder einer Smartwatch einschalten. Tennisboard sammelt nicht nur die Bälle, sondern verfolgt auch das Training und führt seinen eigenen Zeitplan, der immer angesehen werden kann. Die Akkulaufzeit beträgt 45 Stunden, obwohl der Ladevorgang nur 90 Minuten dauert. Der Griff ermöglicht es, den Roboter überall mitzunehmen, als ob es ein Koffer wäre. Die Kugeln müssen während des Transports nicht einmal herausgenommen werden. Turf Laying Machine. In der Welt gibt es ziemlich viele Firmen, die sich auf Geräte für die Bodenverlegung für sportliche Aktivitäten spezialisieren. Dies ist ein schwieriger Vorgang, der nicht ohne ausgebildete Personen sowie einer großen Anzahl an unterschiedlichen Spezialgeräten auskommt. Das bekannteste Unternehmen, das solche Geräte herstellt, ist SMG, mit Sitz in Deutschland. Die Firma hat folgende Maschinen. Sandmatic B1505 ist eine automatische Maschine, die den Kunstrasen mit Sand oder Gummigranulat dosiert füllt. Turf Roller ist ein Gerät zur Beförderung und zur Ausrollung von Kunstrasenrollen. Die Einfachheit und Effizienz werden durch einen hydraulischen Aufzug ermöglicht. Turf Set ist ein Werkzeugset, das für die professionelle Rasenlegung verwendet wird. We'll be right back.
Er kann sowohl auf Asphalt als auch auf einer Sandkiesbasis verlegt werden. Die Rollen werden aneinandergelegt und miteinander verklebt, und zwar folgendermaßen. Die Kanten des Rasens werden weggedreht. Danach wird ein spezieller Kleber aufgetragen. Sobald er getrocknet ist, werden die Kanten heruntergeklappt. Dann wird die Naht unbedingt mit einer Walze behandelt. Wenn der Rasen verlegt ist, wird die Markierung erstellt. In diesem Fall werden die Linien aus dem Gras geschnitten und dann durch ein anderes weiß gestrichenes Gras ersetzt. Das Ergebnis ist eine glatte, nahtlose Oberfläche, die sich perfekt für Sportstadien eignet. Mit so einer Ausrüstung können auch Golfplätze hergestellt werden. Tennis Court Machines. Da beim Bau von Tennisplätzen viele unterschiedliche Technik zum Einsatz kommt, werden wir euch den unmittelbaren Bauvorgang zeigen. Hier ist ein Video, das den Wiederaufbau eines alten Tennisplatzes auf dem Gelände einer Schule in Dublin zeigt. Der Vorgang beginnt damit, dass ein einfacher Bagger die Baustelle durchquert, um eine maximal 60 cm tiefe Grube zu graben. Dann werden die Abmessungen des zukünftigen Feldes gemessen. Damit es eine perfekte Form bekommt, wird eine spezielle Laserausrüstung verwendet. Damit ist es möglich, den Umfang so genau wie möglich zu bestimmen. Die Ränder des zukünftigen Tennisplatzes sind mit Holz abgesperrt. Auf die Grundlage wird eine Polyethylenfolie in zwei Schichten gelegt. Diese Konstruktion, zusammen mit einem Gitter aus Kabeln, das als interne Entwässerung agiert, wird zu einem Gerüst für den Betonsockel. Die Mischung wird auf einer speziellen Ausrüstung befördert, die mit einem Mixer ausgestattet ist. Die Asphaltmischung darf während des Transports nicht hart werden. Das Feld wird mit Beton gegossen und dann eingeebnet. Eine Woche später, wenn die Oberfläche aushärtet, wird ein Zaun gebaut. Zu diesem Zweck wird in der Regel keine Spezialausrüstung verwendet. Mindestens 28 Tage nach dem Gießen des Betons wird die Oberfläche geschliffen und zum Grundieren und Bemalen vorbereitet, mit speziellen Emulsionen und Imprägnierungen bedeckt. Basketball-Shooting Machine. Während des Trainings teilen sich Basketballspieler nicht immer in Teams auf. Es gibt eine spezielle Ausrüstung, die entworfen wurde, um zu helfen, Bälle besser zu fangen und sie in den Ring zu bekommen. Hier kommt eine Schießvorrichtung, die von der Firma Dr. Dish Basketball entwickelt wurde. Sie ist eine ausgezeichnete Lösung für die Vorbereitung von fortschrittlichen Spielern und Trainern. Sie wird in der Nähe des Basketballkorbs aufgestellt und ein spezielles Netz wird darüber gespannt. Der Spieler wirft den Ball in den Korb. Von hier gelangt er in die Trainingsvorrichtung. Während des Betriebs dreht sie sich pausenlos, um den Ball in eine zufällige Richtung zu schießen. Die Aufgabe des Spielers ist es, die Bälle zu fangen und sie wieder in den Ring zu werfen. Außerdem muss die Vorrichtung nicht immer unter dem Basketballring stehen, dadurch wird die Übung schwieriger. Der Spieler muss den Ball fangen, ihn in den Korb werfen und dann noch einmal werfen, und zwar ins Netz. Einige besonders fortgeschrittene Modelle können mit einer App verbunden werden. Und die Effektivität des Trainings, die Anzahl der Versuche und die der im Korb gelandeten Bälle anzeigen. Im Set kann auch ein spezieller Sensor gekauft werden, der den Zustand des Trainierenden überwacht, Herzschläge zählt und andere wichtige Informationen anzeigt.